Was mit dem Kürzen funktioniert, geht natürlich mit dem Erweitern auch. Wenn ich da einen Bruch habe und ich tue jetzt den Zähler und den Nenner mit 2 multiplizieren, dann steht da 2 mal 4 ist 8, x, 10, y. Da hat sich jetzt am Wert nichts geändert. Könnte auch da sein, dass ich hergehe und sage, ich tue das jetzt einfach oben und unten mit x erweitern. Dann steht da 4 x mal x ist x Quadrat. 5 mal x mal y schaut dann so aus. Es kann mir auch niemand verbieten, dass ich oben und unten mit dem gleichen Klammerausdruck multipliziere. Das schaut nur auf den ersten Moment ungewöhnlich aus. Wenn ich sage, ich tue oben und unten mit 3 plus x multiplizieren, ja, dann schaut das ja so aus. Dann kann ich mir das auch ausrechnen. Wir kennen das, gell? 4 mal 3 ist 12a plus 4ax. Und unten haben wir 3 mal 3 ist 9, da ist das x, plus 3x mal x ist 3x Quadrat.